Also gerade habe ich echt Lust, das Spiel in die Ecke zu legen, weil das ist dumm. Und natürlich spawnt hier immer alles. Egal wo ich langlaufe, egal ob ich versuche irgendeinen Encounter zu fliehen oder irgendwas. Oh Junge, ist das annoying. Das Gebiet hier ist absolut Cancer. Ist es mal wieder soweit? Ja, nee, also das hier ist dumm. Ich stehe doch auf dem Schalterspiel. Jedes Spiel muss so ein Gebiet haben. Ja, also hier hat irgendwer mich nicht mitgedacht. Oder das ist irgendwas total Realitätsfernes, wo kein Mensch drauf kommt. Flucht nicht möglich. Oh, leck mich doch, Alter. Ich habe gerade echt keinen Nerv mehr. Das ist Next Level nervtötend. Das muss nicht sein. Wo sollen wir denn auch hinfliehen? Weil ich will einfach nur nicht jedes Mal diese dummdämlichen Scheißfights machen lassen. Die halt alle sind, nur nicht spannend. Oh mein Gott, Mann. Als wenn ich gerade wenigstens gescheit Now E-Heal mit hätte oder irgendwas. Nein. Das ist so dumm. Ja, heil deinen Kollegen, I don't fucking care. Ja genau, greif den da oben automatisch an, ist okay. I don't fucking care anymore. Das Gebiet ist so ultra-cancer. Oh, guck mal, ich komme nicht mehr dazu, mich zu heilen, weil instant. Der nächste Trank, down the fucking drain.
Ach so, ja, du kannst ja keine Fertigkeiten benutzen, weil du fucking dumm bist. Ja, du auch nicht. Das ganze Gebiet ist schlichtweg nicht enjoyable. Also nicht enjoyable ist noch untertrieben. Ja, plus den Boss, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie der überhaupt funktionieren soll. Wer braucht schon MP? Drei Jahre später. Ich verstehe auch immer noch absolut nicht, was der komische Schalter da oben gemacht hat. Null. Haben wir es dann? Selbst beim Nachlesen findest du gerade nichts zu diesem Schalter, das ist ja sehr beruhigend. Moment, ich heile mich eben. So. Damit ich zumindest mal rausfinden kann, was dieser Boss macht, ja? Moment. Die einzig wahre Gruppe zusammenstellen. Und dann gebe ich den allen Rubinwesten. Kriegt auch noch mal einen. Ich find's gut, dass Zelt anscheinend nur dein aktuelles Team heilt. So, dann speichern wir mal. So, let's see. Ja, Dalton, du bist der Geilste, ich weiß. Fick dich. Fick dich. Danke. Let's see. Halbiert HP, ist okay. Ich bin so verwirrt. Was imitiert ihr da? Imitiert physische Attacke, macht dann aber die Feuerattacke. Was? Die übrigens nicht reduziert wird.
Also zumindest nicht um 50%, wie es im Ding eigentlich drin steht. Ich bin super verwirrt. Also die Rubinweste bringt anscheinend einen Scheißdreck. Was sehr interessant ist. Ich meine, ich habe gerade eine Vermutung, die ich testen will. Wenn das überhaupt geht. Nee, ich kann keinen Gegner damit auswählen. Ach so, ja klar, ich bin nicht am Zug, wie immer. Hi. Komm schon, Robo. Das kann mich nicht töten. Das kann mich töten. Die sind also anfällig für Zuschanzkram. Oh, warte mal. Das sind immer zwei Runden. Ist das echt der Trick dahinter? I'm not a fan. Der lebt echt immer noch. Wie viel HP hat er? Ich brauch grad Porno.
Ach, ich habe Robo genommen. Fuck. Robo überlebt. So geht's auch. Der Trick ist, egal welches Element genutzt wird, wird kopiert. So zieht man zum Beispiel die Rubinweste an und greift mit Luca mit Feuer an. Oder nutzt Feuer, Blitz und Wasser. Wait. Oder nutzt Feuer, Blitz und Wasser, da das kopiert, einen Zug von denen. Okay. Ich bin verwirrt, aber ich find's. Das ist ja das, was ich am Anfang gedacht habe. Ich greife sie halt mit Feuer an und ziehe die Rubinweste an. Das Ding ist halt, sie haben ja nicht mehr irgendwas kopiert. Sie haben einfach weiter ihren komischen Feuerangriff gemacht. Oder bekommt dieser Feuerangriff dann den Kopiereffekt? Weil das ist das, was mich verwirrt hat. Das ist halt super weird. Aber egal. Stopp funktioniert auch. Verdammt, selbst die Schwester. Da bleibt mir nur noch wohl eins. Was machst du jetzt? Hast du gepupst? Was ist das für eine seltsame Kraft? Ist das Lavas-Energie? Du nutzt Blitz auf beide, dann kopieren sie das. Dann machst du Wasser und dann Feuer. Ach so, die sind dann quasi immer mit Kopieren beschäftigt. Ja gut, das funktioniert aber nur, wenn du Feuer, Blitzgar und Eisgar hast. Weil alles andere ist nicht AOE. Hätte ich in der Theorie auch machen können. Das fühlt sich nicht gut an. Was nützt mir ewiges Leben, wenn ich tot bin? Wirklich, Dalton, bist jetzt eine Pussy und verpiss dich? Muss wohl euer Glückstag sein. See ya. Okay. Ja, Dalton ist ja echt eine Pussy. Okay, was ist hier los? Hi. Dieses Metamorphos-Alter ist noch ihre Chance umzukehren haben, nu. Wow. Er springt einfach in den Tod. Cool. Im Wörterbuch steht bei Pussy Dalton. I'm not sure. Oh, du springst nochmal in den Tod. See ya. Was ist hier los? Was hat diese Gravitationswelle zu bedeuten? Ich messe enorme dimensionale Fluktuation. Eiler hier, wo starker Gegner sein? Ach Gott, Eiler. Weißt du, Eiler ist einfach... Weißt du, warum ich Eiler liebe? Eiler ist zu dumm, die Situation zu begreifen. Das ist, hey, die Welt geht unter. Weißt du, und Eiler steht da. Eiler kämpfen. Das ist... Ich liebe Eiler dafür. Das ist super. Was sind wir? Wir sind hier, um die Welt zu retten. Hilfe! Was tust du da, Sarah? Halt die Maschine gefälligst unter Kontrolle. Ja, Eiler ist echt so ein bisschen wie Goku. Die kann null den Raum lesen. Null. Wir müssen diese Apparatur mit dem Messer von Herrn Bosch stoppen. Chrono, rotes Messer. Danke, Eiler. Danke. Auf geht's, Lion. Von mir aus gern, Gran.
Das Messer scheint die Energie von Metamorphos absorbiert und sich in ein Schwert verwandelt zu haben. Metamorphos, nein! Er nähert sich. Wer nähert sich? So ein Pups querhängen? Es ist zwecklos. Dieses Schwert alleine kann ihn nicht aufhalten. Gott, das klingt wie so ein Pokémon-Schrei, ey. Hi. Toller Fight. Danke. Danke dafür. So. Oh, wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Was? Es ist lang her, Laraus. Vor langer Zeit, an jedem Tag, schwor ich, dass ich dich vernichten würde, koste es, was es wolle. Diesen Schwur will ich nun einlösen. Stup! Denkst du wirklich, dass du dazu in der Lage bist? Was? Hi. Ein falscher Prophet bist du, mehr nicht. Laraus wird sich mit Wonne an dir laben. Mutter, bitte stopp diesen Wahnsinn. Diese Kraft ist nicht für Menschen geschaffen. Es wird ein böses Ende nehmen. It's fine. Eine mächtige Lebenskraft des großen Laraus durchströmt uns alle. Auch dich, mein Kind, du kannst unser Schicksal nicht mehr abwenden. Widersetz dich mir und ich muss dich vernichten. Ah! Komm, falscher Prophet, erwahre die Macht vom ja, klar. Ah, meine Magie. Oh nein, er frisst Magie. Nicht gut. Ich darf nicht untergehen. Alleine harte ich in der Dunkelheit. Nur zu einem Zweck, um dich zu vernichten. Nimm dies. Gra. Nicht dein Kratzer. Oh nein. Ah. Bad Ending. Game over. Narren, eure jämmerlichen Kräfte sind Laraus nicht gewachsen. Ich werde euch ein Geschenk machen. Ewiges Leben als Teil von Laraus. How about no? Aufstehen, Krono, Eier verlieren, nicht mögen. Die dimensionale Instabilität breitet sich aus. Wir müssen hier weg. Also ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Hallo? Alter, nicht verlieren, mehr kämpfen. Kann ich dich da reinschieben? Ich kann dich da reinschieben. Ach, da. Ich schaff das. Ich muss nur den richtigen Pick. Ja, hier. Guck mal hier. Kannst du Markus futtern? Nicht? Okay, hier, dann nimm dir die Prinzessin. Ist auch gut. Du gibst immer noch nicht auf? Was willst du ausrichten? Ja klar, ich stell mich dem alleine. Ich wollte überhaupt nicht trollen und wollte die Prinzessin da reinschieben. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Danke. Krono! Okay, was hat Navi damit zu tun? Achso, wir zerfallen zu Staub. Schön. Krono? Krono. Krono, Krono. Sein Face. One among you will shortly perish.
Oh nein, nicht sein Herzkristall. Okay. Vegeta guckt aber böse. Ach, Vegeta geht's gut. Ich bin also nicht stark genug, ihn niederzustrecken. Verdammt, seist du. Der gesamte Komplett stürzt ein. Wir müssen von hier fliehen. Hier tief unten Meer, wohin wir gehen. Mein Amulett bringt noch einen kleinen Rest an Energie. Die sollte ausreichen, um euch an die Oberfläche zu schicken. Ach so, das Amulett hat natürlich... Ach so, ja, du hast das Amulett. Okay. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr meiner Mutter vergeht, aber bitte hasst sie nicht und auch dieses Land nicht. Es tut mir schrecklich leid. Okay, du bist okay. Deine Mama ist kacke, aber eigentlich ist Lavos kacke. Aber deine Lama ist gefühlt eins inzwischen mit Lavos, von daher ist alles kacke. Bringt euch in Sicherheit. Momentane Teleportation. Flump, flump. Schön. Tronio. Ja, der liegt da doch noch. Du brauchst nur die Navi mitnehmen. Jupio. Oh, war eine gute Idee, sich im Himmel zu verstecken, wo der nicht hinschießt, ne? Jupp. Ja, was ist los? Die ganzen Geheiligten haben schon plötzlich Panik. Denen geht's gut. Eine gewaltige Flut, obwohl. Nee, never mind. Das ist die perfekte Welle. Ich hab ganz vergessen, die leben ja in Untergrundhöhlen. Achtung, Chrono. Chrono? Einer Chrono, nein. Chrono. Chrono, Chrono? Chrono, Chrono. Chrono. Ah, ihr seid erwacht. Ach, der Dorfältest hat überlebt. Deshalb Surfer, der hat die Welle genutzt. Euer Schlaf war sehr unruhig. Wo Chrono? Außer euch haben wir niemanden gefunden. Und wo ist Mark? Hä? Okay. Nein, das nicht wahr. Chrono stark, nicht sterben. Sind wir im Dorf der Erdgebundenen? Diese Insel ist das einzige Landstift, das die verheerende Katastrophe, die der Meeresschrein über uns gebracht hat, überlebt hat. Großer Metallfusel, Inseln in Wolken, alle weg. Ist der Bosch hier? Als sich das Unheil ereignete, erschien ein merkwürdiger schwarzer Strudel vor Prinz Janus. Bosch wollte den Jungen retten, doch er wurde wie der Prinz davon verschlungen. Ein schwarzer Strudel? Ein Lava... Na, ich glaube nicht, dass das ein Lavasportal war, aber gut. Ich glaube, Sarah ist irgendwo tief unter Meer. Das vermag ich nicht zu sagen. Niemand hat die Prinzessin gesehen. Die Luna ist intakt. Euer Schiff ist unversehrt. Es ist robuster, als man annehmen könnte. Selbst als wurde hier angespült. Fast, als wäre es euch gefolgt. Ach ja, richtig. Ich glaube, das gehört euch.
Amulett von Chrono. Es lag in eurer Mitte, fast so, als hätte es über euch gewacht. Chrono! Ruht euch hier aus, solange ihr wollt. Ich werde am Dorfplatz ganz in der Nähe warten, falls ihr mich braucht. Boah, endlich bin ich Chrono los. Jetzt habe ich endlich mehr Platz in der Gruppe. Oh, geil. Let's do this. Ja, Ayla ist natürlich Gruppenanführer, so wie sich das gehört. Nur die Klügsten führen die Gruppe an.